Hey und willkommen zur sechsten Runde von Sims 4 zusammen mit der Palette. Bewerte den Part und viel Spaß. Leute, hier ist ja wieder euer trauriger Manuel. Meine Blase drückt so sehr. Warte mal. Bestäubt, das geht. Ja, weil ich habe in einer der letzten Folgen gesehen, dass es Büsche gibt zum Nee, warte mal, war das nicht zum Schlafen? Was? Nee. Busch? Ja, keine Ahnung. Komm. Oh ja. Geh doch mal hin. Get the party started. Lauf mal hin. Hey, was mit diesem? Ja, gar nichts. Hey, ich war doch gerade am Flirten, obwohl das mit der nichts wird. Du bist kokett, Alter, mit dem Baum? Was? Oh Gott! Alter. Ich hör's. Ja, du, echt? Ja. Ja, das war's, Manny. Du kommst da nie wieder raus. Warum macht mich das denn kokett? Asla kennenlernen. Okay. Ja, komm, das pinne ich mir mal an. Und wo willst du... Oh Gott. Hey, was ist mit Petition? Keine Ahnung, ist mir egal. So, mal schauen, Candy. Über Interesse reden. Komm mal her. Heißt die wirklich Candy? Ja. Wie krass. Also Leute, wir haben die nicht in irgendeiner Weise benannt. Die heißt einfach Candy. Und aufreizen, die posieren. Guck mal, was stimmt denn nicht mit mir? Ja, deine Batterie ist alle, Alter. Ja, wie genauso wie meine. Aber ich weiß nicht mal, wo ich bin. Oh Gott, ja, okay. Also ich glaube, wir sollten beide gehen. Oh Mann. Das ist eine richtige Schlaftablette. Ja. Aber guck doch noch mal, Pidissi. Ich glaube, okay. Geht's gut. Ach, lol. Party Machines, Alter. Was? Wie können wir denn nach Hause gehen? Scheiße, hör auf. Singen üben. Joggen. Widerlich sein. Oh ja, das ist gut. Runde verlassen. Okay. Oh. Muss ich hier bleiben? Hallo? Was stimmt denn nicht mit uns? Ich glaube, wir müssen... Das ist das Falsche, Junge. Runde auflösen. Nein, wir müssen einfach nach Hause gehen. Ja, aber wie? Ja, wieder hier so klicken. Ach, 40 Minuten noch. Du kannst es aber vorzeitig Ach so. Beenden. Nee, lass ich. Die 40 Minuten können sie noch. Ja, vielleicht bekommen wir eine Belohnung oder so, weil du gerade auch schläfst und das ist alles toll. Ihm geht's auch ganz gut. Oh Gott, Alter. Das ist der Sorge. Voll die Zombies. Ja, komm. Die anderen abgerufen. Komm, einfach ein bisschen schlafen. Hier. Mach ein Nickerchen. 10 Minuten noch. Ja, ist vorbei. War eine tolle Party. Ja, ziemlich gute Party. Gib Bescheid, wenn du wieder mal eine gibst. Nach Hause? Ja. Ha! Oh. Ja, darf ich auch? Ja, du auch. Okay. Lass mich so einfach liegen. Ja. Du bleibst jetzt da. Oh, guck mal, wie ich an dir vorbeigejoggt bin. Hallo? Ich komm nicht. Hast du mich. Hilfe? Palette? Ja, ich bin schon weg. Geh doch nach Hause! So Leute, das Hilfe. War's mit unserem Let's Play. Manuel wird ewig in dieser Ruine wohnen. Ja, aber warum? Was hast du denn? Du bist auch... Du tanzt? Ich dachte, du gehst. Dachte ich auch. Das sah aus, als wärst du an mir vorbeigelaufen. Ist einfach eine Partymaschine, Alter. Junge, wir werden hier nie mehr rauskommen. Direkt auf dem Dancefloor. Während ein Vampir eindringt. Ach Was? So. Hier ist irgendwo ein Vampir. Oh oh. Deswegen können wir nicht nach Hause? Ja, das ist der Grund. Gerade als wir gehen wollten. Aber ist der Vampir? Clara? Der da? Oh, ist eine Frau, ne? Oder? Nee. Das ist auf jeden Fall ein Vampir. Also das glaube ich auch. Caleb. Oder der da? Mirko? Aber ist kokett? Nee. Der sieht schon, der riecht schon wie so ein Vampir. Da, er joggt. Red mal mit dem. Ja, um dich zu beißen. Ja, bitte. Nach Vampirgeschichte fragen. Oh Gott, ich hab ihn. Ich hab jemanden gefunden. Über Plasmadurst spotten. Ich kann ihn voll fertig machen. Schmeicheln. Nein. Können wir jetzt gehen? Er geht. Wo bin ich? Keine Ahnung, ich glaube, du bist schon tot. Oh. Kann ich jetzt bitte... Schade. Hallo? Wir kommen hier nie mehr raus, Hilfe. Da doch. Oh Gott. Ja. Nach Hause? Oh, nach Hause. Ja. Bestätigen. Hä? Sims für Reis. Was, ich Pidissi, will niemanden bitte. Mitnehmen. Doch, ich da, Manny. Ach, warst du auch da? Ja, ich war auch da.
Toll. Jetzt bist du da alleine. Ich muss. Och nein. Mit unserem fast brennenden Computer. Ja. Hierher bringen. Komm. Ja. Ja, ja, du kommst. Okay. Ach, wieso schlafe ich eigentlich wieder in einem Kreppbett? Du, nein, 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 nein. Ich kümmere mich jetzt ein bisschen um dich. Ja, mir geht's gut. Lass mich schlafen. Ja, du reparierst kurz. Junge. Dann mir geht es doch schon räumst schlecht. Du auf, warte. Nee, nee, ich kümmere mich jetzt mal, weil wenn wir nachher hier reingehen, kriegen wir das Kotzen und sind wieder mies gelaunt. Du kannst das nicht schönreden, Benjamin. Warum? Ich helfe uns doch gerade. Dein PC ist kaputt. Du könntest mich einfach schlafen lassen und dass ich dann mal keine schlechte Laune bekomme, um dann alles aufzuräumen. Hab Geduld. Das, was ich gerade tue, hilft dir. Nein, tut's nicht. Doch, weil du wirst gleich in dem guten Bett schlafen. Ich will die Zeit überbrücken. Warte mal, wo musst du denn zum Job? 3 Tage. Okay. Okay, wir haben ein Problem. Was ist, wenn jetzt die Rechnungen kommen? Oh, $500 können wir bestimmt leisten, oder? Nein! Noch... Ach, du Mieses! Es geht alles kaputt. Ja, natürlich. Junge, meine Energie ist so low. Ich kann nichts mehr vernünftig machen. Doch, du schaffst das. Warum uns nicht eine Putzfrau holen? Eigentlich schon, oder? Jetzt schon wieder. Ja, komm, warte mal. Um Verabredung bitten. Ach so, Reisen, Karriere, Haushalt, Service engagieren. Hast du es gesehen? Man kann ein Restaurant kaufen. Ja, ja, mache ich noch. Okay. Das tue ich. Ich mache eine Kette auf. Wieso räume ich denn jetzt auf, wenn wir uns gleich eine Putzfrau holen? Keine Ahnung. Pizza, Sir. Einmalige, regelmäßige. Ja, genau. Na komm. Nice. Dann reparierst du eben. Dann gehst du auf Toilette. Snobs. Sie kommt gleich. Nee, die kommt am Montag. Hallo. Ach, oh Mann, Gott. Daniel. Oh Gott. Okay, okay. Geh doch ins Bett. Ich wollte doch, dass du das gute Bett nimmst. Nein, nein, nein. Ich komme da. Oh. Du wolltest mich einfach nur als billige Arbeitshilfe. Von mir aus repariere ich das auch gleich. Das wollte ich nicht. Glaub mir doch. Weiß nicht. Liebe Zuschauer, glaubt ihr, Manuel? Oder ist Bedizzle eine billige Snitch? Ein Romantikfestival. Oh, oh, oh. Nice. Mit asiatischer Xing-Shang-Musik. So. Meistervampir! Oh Alter! Mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab den Auserwählten. Ich werde das schaffen. Warum stehst du denn? Weil du auf Toilette musst. Ja, das solltest du doch gerade tun. Ja, aber gerade... Ja, warst du halb tot. Eben. Da lag ich einfach nur auf dem Boden. Ich brauche Spaß, aber ich lass das jetzt mal. Den Meistervampir hole ich jetzt. Komm mal her, du kleiner Fratz. Und währenddessen ich warte, spiele ich kurz Minecraft. Kannst du mir einen Gefallen tun? Was denn? Oh, er ist schon Oh! Ja, er ist ja Vampir, ist ja super schnell. Er portet sich. Ja, ja, eben. Bitte beiß nicht mich, okay? Nee, nee. Ich würde gern Mensch bleiben. Was willst du denn? Wie, was möchte ich denn? Ja, du meinst, was für ein Gefallen, oder war das das? Ja, ja, du willst nicht gebissen werden. Ja, ich möchte nicht gebissen werden. Ein Vampir pro Haushalt reicht. Das stimmt. Über Träume reden. Mein Traum ist es, Vampir zu werden. Ui! Bitten zu verwandeln. Was? Jetzt schon? Verrückten Plan vorschlagen. Och, ich schlag mich so ein, Eis. Schmeicheln. Mehr Auswahl. Ich will's mir halt nicht verkacken. Ich will... Was? Ui, was zur Hölle? Oh, Schlängel. Nee, er ist einfach nur horny. Aber nicht auf ihn. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Bitte ich mach. Ich hab das Gefühl, dass Schlängel dauernd horny ist. Ja, ist er auch. Hä? Schöne Unterhaltung, ey. Und er ist auch ein bisschen dumm. Oh Gott, ich verwandle mich. Oh Gott! Und ich dusche da hinten. Oh Gott! Ich bin's! Ich spür's! Oh Gott! Er füttert mich! Warte, dafür brauche ich ein Bild. Sekunde, das muss ich einmal. Ui! Ui! Gib mir dein Blut! Ah, ja! Ich wurde gebissen! Ich verwandle mich! Davor brauche ich auch ein Bild! Oh, ja! Ist das schön! Mein Traum wird wahr. Ich spüre den Tod. Und jetzt die Macht. Hallo? Hä? So gut. Ja. Bin ich's jetzt? Also ich glaube, ich hole mir schon mal einen Flock und Knoblauch. Also in meinem Part, Alter. Da gibt's dann richtig schön. Oh Gott!
Alles Alter. Klar. Bitten zu gehen? Du kannst jetzt, also unsere Freundschaft ist vorbei. Minjung. Ja, geh. Du hast ja nichts mehr zu suchen. Jetzt spiele ich ein bisschen Schminkraft. Nee, Sims Forever mache ich mal. Schminkraft. Geil, Schminkraft. Aber ich bin's doch jetzt, oder? Aber was gainst du dadurch? Ja, Blut, ne? Du kannst jetzt bestimmt auch in einem Dingens schlafen, in einem Sarkophag. Warte mal, in einem ja, stimmt, muss ich sogar. Nach Liebesleben fragen. Alter, schwacher Holzsarg. Alles kostet nix, klar, 900, 6500. Oh, da, das meinte ich, Partybusch. Blase 10. Geil. Aber nee, du brauchst hier den. Es gibt echt nur so wenig Särge? Ja, eben. Den bräuchte ich. Der verkauft das grüne Bett, genau. Meinst du, dafür bekomme ich so viel? Stimmt. Nee. Warte mal. Ja, dann kannst du noch 100 noch irgendwas anderes. Oh. 24, ja. Nein, du verkaufst das einzige Stück Grün bei uns. Die Lampe noch. Nee, auf deiner Hälfte brauchst du keine Lampe. Nicht? Nein, du bist ein grüner Vampir. Okay. So. Oh Gott! Ja, stell dich mal nach draußen. Ja, du schläfst rein. Nein, ich möchte keinen Vampir im Haus. Wow, was zur Hölle? Wie viel? Das kann doch nicht wahr sein. Warte mal, nur theoretisch. Okay. Ja, ich habe eine Idee, Ah, das geht auch. So, damit der in die Richtung aufgeht. Okay, genau, so haben wir ein bisschen Abstand voneinander. Sehr gut. Toll, jetzt schlafe ich in einem Zimmer mit einem Vampir. Und Licht kommt auf deine Seite. Müffeln Vampire? Ich stink allgemein immer. Auch als okay. Nicht-Vampir. Genau, machen wir so. Ich entferne das auch noch und pack das dann hier hin. Auf deine Seite. Ja, die Kommode kann dann dahin. Ist doch schöner als vorher. Naja, nee. Finde ich schon doch. Wie viel hat das denn? 7 Energie? Was? Die Frage ist, kannst du jetzt tagsüber raus? Ich meine, mich dran erinnern zu können, dass es bei irgendeinem Teil so war, dass man erst raus konnte, wenn man das getriggert hat. Mit irgendeiner Salbe oder einem Upgrade oder so. Irgendwo kann man Upgrades für die Sims kaufen oder konnte man. Okay. Anzahl der Follower überprüfen. Meilenstein erreicht. Ui, ihr bestrebt Computerfreak. Level 3 der Programmierfähigkeit. Ach so, diese Ziele. Habe ich ja immer noch und du auch. Informationen über Vampire suchen. Levelaufstieg. Oh. Vampirsager, was ist das denn? Stammbaum. Statistik. Ja, vor allem Stammbaum. Ja. Klick mal auf den Stammbaum. Ja, hier. Passt auf. Manual. Bam! Seltsamen Hunger. Ach so. Oh, der Appetit wächst aber nicht auf Nahrungsmittel. Stufe 3. Dann hör auf. Weg mit Schnitzel. Aktionen. Wo zur Hölle soll das gehen? Warte mal, willst du mich gerade anlutschen? Ja! Nein, hör auf damit! Nee, das schadet dir ja nicht. Nee, natürlich, weil dann verwandle ich mich bestimmt auch in einen. Nein, das ist getrennt. Das ist auf jeden Fall getrennt. Ja, aber hör auf, mich anzulutschen! Ja, aber ich... Nein, ist das doch nicht! Was tust du denn? Vielleicht ist das nicht schlimm für ihn. Oh Gott! Ja, lad doch irgendjemanden ein und beißt ihn dann. Aber hör auf, Pedizel anzuknuspern. Warte mal, also... Ach, wie war das denn auch mal in einem anderen Sims-Teil? Belohnungsstore. Das ist es. Ich habe 730 Punkte und kann mir jetzt Sachen kaufen. Ah, das sind aber keine Fähigkeiten, sondern irgendwelche Tränke, die dann einmalig irgendwas bringen. Jugendtrank. Kostenlose Dienste, ui. Okay. Kreativer Visionär. Stahlblase, dass man nie mehr auf Toilette muss scheinbar. Aber gab es das hier nicht? Merkmale. Genau das ist das Wichtige. Räumt schneller auf. Wow. Nee, also irgendwie gibt's das nicht. Tja, dann wirst du wohl verhungern. Neues Bestreben wählen? Hä? Meistervampir? Kannst du das jetzt ändern? Dieser Sim möchte ein weiser und mächtiger Vampir werden. Alter, als wahrer Meister der Vampire kann Manuel alle Sprösslinge befehligen. Was? Ich will das. Ja? Dunkle Geburt. Oh, zum Vampir werden. Ja, aber ich... Ach, ich bin noch gar kein Vampir. Die Verwandlung ist doch gar nicht beendet. Deswegen habe ich auch so viel Farbe. Okay. Dann bewertet den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind wir beide verlinkt. Wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge wieder.
Tschüss, bis dann.